Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Kein Russisch. Part 3, glaube ich, oder? Ne, Part 4. Okay. Ihr habt doch auch gefeuert, oder? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ach, das ist doch die verbotene Stelle, oder? Na gut, dann mache ich eben gar nichts. Ihr habt sie umgebracht, die haben doch gar nichts getan. Ja, er tut sie ganz einfach erledigen, ja. Okay. Darf ich jetzt auf Zivilisten feuern? Ich glaube nicht, ne? Das ist dein Job. Peng, peng, peng. Okay, ich darf's nicht. Ich wollte es nur schauen. Ich hatte irgendwie die Verführung. Oh, ich muss schießen. Na gut, dann lassen wir ihn den Job machen. Makrappen. Kann das jemand lesen? Keine Ahnung. Was steht da? Bitte Büxor. To all gates. Oh mein Gott, ein Polizist. Ich will auch schießen. Ist zwar menschlich total asozial, aber egal, ich will schießen, ist ja nur ein Spiel. Würde ich nie in Real machen. So, ich wette, so entstanden Amokläufe durch dieses Level. Bam, bam, ja, ja. Also jemand, was du das? Hast du auf mich geschossen? Lev? Pass auf, wo du hinschießt, ja? So und jetzt? So viele unschuldige Menschen leben. Das hätte doch nicht sein müssen. Da läuft sogar noch einer.
Und sie hinterlässt eine Blutspur, also. Oh, das ist doch unmenschlich, sowas. Schaut euch das doch mal an. Sieht aus wie bei meiner Mathelehrerin zu Hause. So, was müssen wir jetzt machen? Achso, die Polizisten haben keine Ahnung, oder was? Darf ich jetzt schießen? Ja, geh. Okay. Jetzt darf ich doch schießen. Peng. Na, wo ist... Oh oh. Ach, wisst ihr was? Hier, bitteschön. Eine Granate taugt doch auch, oder? Ja, seht ihr? Brauche ich doch keinen Granatenwerfer hierfür. Oder vielleicht doch. Ich verwende mal, was soll's. So, nachladen! Ihr habt aber keine starken Schilde, muss ich schon sagen. Gehen wir mit ein paar Schüssen schon down. Wow! Ich gehe mal lieber auf die Knie. So ungefähr. Mann, die sind ganz schön zäh. Ach, ich nehme mal noch den Grenade Launcher. Der müsste einiges freiräumen. Ich will auch so ein Schild haben. Wie in Fall 3. Da kann man auch ein Schild benutzen. Werde ich übrigens nie Let's Playen für, weil das Spiel, das ist einfach nur für ein Einzel gedacht, nicht fürs Kommentieren. Finde ich. Also ich mag es so. Ich mag für nicht Let's Playen, sag mal so. Hi. Tschüss. Ganz einfach, ihr müsst dann jetzt eure Munition. Oh, da kommen noch welche. SEK-Einsatz. Wow. Wo haben die denn die Granaten her, die SEK-Fritzen? Sie wurden von einer Granate getötet. Ach nee, alles schon wieder, alles wieder von vorne. Menno. Hey. Und hey. Aha, so geht es. Also ich muss mehrmals auf die ballern, damit sie wirklich down gehen. Oder ich gehe zu ihnen hin und mach das da. Es geht sogar noch viel schneller. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich das. Was? Ich kann ihn nehmen. Geil, ich habe ein Schild. Kann ich jetzt feuern daraus? Oder kann ich den nur zum Schild. Zum. Ja, ich kann nur den nur zum Verteidigen verwenden, okay. Kann ich damit dann messern, oder? Ah. Bam. Was? Übertriebene Härte. Und ich hab's echt übertrieben gerade. Ich bin zu denen hingegangen. Egal. Okay. Und tschüss. Hier ist noch ein paar. Ich nehme mir mal den Schild, was soll's. Kann ja nicht schaden. Was los? Was? Ach, da sind welche. Oh. Habt ihr mich vorhin getötet? Scheiße, jetzt habe ich den Grenade Launcher nicht mehr, oder? Wow! Ich glaube, ich verpiss mich. Ich will nicht nochmal sterben. Boah, die ist ganz schön stark, die Waffe. Ui, ist ein richtiger MG. Es ist ein MG.
So, na? Dein Schild macht's wohl langsam nicht mehr. Oh Mann, da kommt eine Verstärkung. Dann hier eine Granate für euch, Verstärkung. Als Begrüßungsgeschenk, quasi. Hier, bitteschön. Ich glaube, sie mögen ihr Geschenk. Wohoho. Kann ich das Fahrzeug da verwenden? Und damit alle überfahren? Wow. Ich will nicht doch mal sterben, Genossin. So, Ohoho. Schnell weg, weg, weg. Weg. Oh, gut. Erstmal nachladen. So. Ich eine Granate noch schmeißen. Alter, die sind ganz schön zäh, also wirklich zäh. So, ich nehme hier mal unser Dauerfeuer. So. Hier sind noch ein paar. Okay, nachladen. Wie viele Granaten habe ich noch? Wie kann ich eigentlich Blendgranaten mit Y, gell? Ja, das war Y. Habe ich im ersten Call of Duty Let's Play noch gar nicht so richtig eingesetzt. Wohoho! Jetzt muss ich hier weg. So, tschüss. Klack, Boots. Hallo, ist hier jemand? Ja, da ist jemand. Ich bin der Busfahrer. Heute fahren wir nach, wo sind wir? Heute hat uns unser Bus nach Russland gebracht. Und wo wir hier jetzt und mitten in einem Gefecht sind. Und der Busfahrer hat sich eine Waffe geschnappt und knallt nun die ganzen SEK-Freaks ab. Weil er nicht will, dass sein Bus beschädigt wird. Ach, da brennt doch was. Schnell aus dem Bus. Ach, da brennt auch was. Schnell weg von den Fahrzeugen. Wow, da ist ein Leer. Lebt denn einer? Und er hat auf den alten Kevin geschossen. Hier lag was. Ja, ja. Jo, Genosse, was geht? Was ist denn das? Ein elektronischer Dingster-Booms. Was läuft im Fernsehen? Muss man jetzt nachladen? Wartet so auf mich. Ich will den Fernseher zum Laufen bringen. Ah, ich habe ihn zum Laufen gebracht. Okay, kann ich umschalten? Aha. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Schade. So, was ist hier? Was? Er hat doch mich gefeuert. Oh, scheiße. Oh, Gott verdammte Scheiße.